Grüß euch. So, wir haben die Nachbarn gewerkt und ja, den Balkon weggenommen. Ja, ich nehme gerade die letzten paar Blöcke noch weg. Ich werde da mal die Spitzen auf. Und da bei der Haustür werden wir vorübergehend Rieberfremse ersetzen. Könntest? Ja. Ich möchte da nicht runter. Schau mal, heute in der Erde habe ich da. Rieberframes. Ja, wir werden beide rüberlaufen. Die Keeper holt. Cobblestone, ne? Genau. Bin mir nicht sicher, aber wir werden versuchen, ob wir nicht die Holzwände, die da dahinter sind, ob wir die nicht irgendwie auf Cobblestone aufwerten können. Ich glaube aber, dass das nicht geht, von Holz auf Cobblestone. Ich glaube, da braucht man auch Eisen dazu. Ja, die lassen sich glaube ich auch nur noch auf Eisen auf. Ja, mal gleich sehen. Okay. Und runter geht's. Ich mach da dann mal zu. In der Nacht haben wir uns ein paar Hunde heimgesucht. Ja, dürfte so Hunde heute gewesen sein oder so. So, soll ich abbauen? Ja, ich komme schon raus. Hündchen, Hündchen, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Die haben sie alle verewigt. Ja, die sind weg. Wie, wenn sie nicht da gewesen wären? Interessant. Gut, ist so. Gut, dann laufen wir. Ja. Kurze Tour. Zeugs holen. Ja, ich glaube nämlich, die Zeit wird nicht reichen, wenn du die Holzblöcke raushackst und Cobblestone reinsetzt, aber es wird sich zeitlich nicht ausgehen. Ich werde probieren. Eisen haben wir nicht mehr so viel. Ich habe die Riba dabei. Das wäre auch. Das geht auch. Das könnte ich gleich machen. Ich habe 96 Rebars. Ja, das geht sich aus. Beton? 1000. Geht sich das aus? Ja, ich bringe nur was mit. Okay. Ja, aber dann drehst du um und. Ich drehe um. Magst du mal den Kranz? Ja. Ich habe das. Wenn Zeit bleibt, dann vielleicht auf den Ecken nach unten auch auf Beton. Aha. Damit die Kräfte. Das so stehe haben. Yep. Das nehme ich alles mit, was da drinnen ist. Klumpert ist ja und genug da. Geht's. So, na dann baue ich mich wieder ran. Es schaut irgendwie komisch aus, ohne. Oh, hallo Schweinchen. Ohne den Balkon. Ja. Bitte nirgends reinfallen. Nein, nein. So. So, da haben wir ja Gott sei Dank auch eine Kiste, da schmeißen wir. Achso, nur plötzlich rennen wir hier rein. So, wo will gut, ich dann starten wir gleich die Öfen, dass wir die 120 zusammenbekommen. Wir haben das ausgerechnet, dass wir rundherum kommen, schön brauchen wir 120 von diesen Eisenträgern. Mhm. Dann schauen wir noch, wie viele Eisenstangen das wir haben, weil die werden wir dann auf die zweite Reihe dran stellen. Dann haben wir von vorne einen Schutz. Gut. Glauben, die wollen mich besuchen, sollen jetzt zurückkommen. Ich fange vorne bei der Tür an. Yep. Bei der Tür fällt ja raus, glaube ich, oder? Wenn man den Boden wegnimmt. Oder ist es nur bei Minecraft? Das glaube ich nur bei Minecraft.
Gut, Metallträgerblock, das müsste er sein. Jo, da gebe ich jetzt auch Schräge. Okay, zwei Gerade oder einen Geraden und einen Schrägen? Ich glaube, gerade und schräg wäre gar nicht ungeschickt. Dann mache ich von dem halten müsste 60. Uns. Ist eh gut, dass ich die Reihe rausnehme, weil... Ich habe einen Denkfehler, irgendwo einen Denkfehler gehabt. 60, 26. Die... 56. Die sind nur einfach 50. Verstärkt, der Kranz. Oder gar nicht, besser gesagt. Da brauchen wir mehr. 28 ist eine Reihe. 28, 28, 56. 56. Das war also die Seitenlänge nicht mehr. Kacke. Na egal, ich mache einmal von denen 100. Ich glaube so. 120. Achso, nein. Ich könnte es eigentlich abziehen. Ach, das braucht den Kackambus. 4, 5, 6, Scheiße. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ist eine Länge. 12 war eine Länge, okay, dann passt's wieder. Gut, dann passt's. Dann mache ich 60 von denen. Machen wir ein bisschen mehr. 75. Und wo ist da jetzt der Schräge? Sehr cool. Aha, den haben sie nicht übersetzt. Metal Dressing Ramp. Ja. Gut, da machen wir auch 75. Wobei da bräuchten wir ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, an der, was auf beiden Seiten schräg ist, den gibt es aber nicht. Für die Ecken. Fertigen. Wurscht. Schlimmstenfalls sitzen wir in die Ecken und geraden rein. So, wie viele Eisenstangen habe ich? 64 Eisenstangen haben wir. Kann ich die da basteln? Na, die brauchen ja einen Anbus. Irgendwo ist ein Brennender. Dabei bist du das mit der Forge, gell? Ja. Die brauchen einen Anbus. Da habe ich noch kein gebastelt, gell? Ist mir nicht bewusst, nein. Der muss nämlich in der Forge drin sein, dass du sich die Sachen erstellen kannst. Schmarrn. Eisenstangen haben wir 64, da bastelt man auch nur 11. Und dann machen wir gleich zwei Anbus, dass die zwei Forges, wo Eisen eingeschmolzen ist, Anbus drinnen haben. So, ich habe es geschafft, eine Zacke Holzsacke aufzuwerten mit dem bisschen Eisen, was ich habe. Na komm her. Ich will dich ja nur nehmen. So, dann räumen wir da das aus. Werden wir warten, dass das fertig wird. Wie schaut's aus mit Bolzen für, also Armbrustbolzen? Ich habe glaube ich auch noch 80. Das ist viel zu wenig. Und Muni. Würde ich brauchen. Federn habe ich da 242, die kann ich mitbringen. Holz habe ich genug drinnen, dann brauchen wir noch die Spitzen. Weiß ich nicht, ob wir da noch welche Vorrat haben. Jawohl, 250. Bring ich auch mit. Super, dankeschön. Beziehungsweise die werden wir glaube ich gleich fertigen. Im Hintergrund. Oh, die arme Sau hat sie bei uns in die Spitzen verewigt. Bolzen, Stahlbolzen für Armbrüste. Zack, fertigen. Naja, das werden wieder zu wenig Federn. Da holen wir sie aber jetzt nur die 8 nach. Und das hört nicht mehr auf. Mhm. Doch, jetzt. Jetzt hört's auf.
So, Sandwich. Wo kommt das Sandwich hin? Alles ruhig. Da kommt dann das Fleisch her. Ich hoffe, dass das jetzt zeitlich ausgeht. Okay. Ich glaube nicht, da hätten wir früher starten müssen. Ach, jetzt habe ich da wieder Fleisch rein. Soll ich noch Fackeln einiges mitnehmen? Ja, Fackeln ist eine gute Idee. 30 Fackeln nochmal rein. Ja. Fackeln ist eine super Idee. Obwohl ich eh meinen Helm habe für Beleuchtung. So, dann gehen wir noch das rote Fleisch raus und die Sandwiches. Und schauen wir mal, was er schon alles erstellt hat. Wieder einiges an Dünger produzieren. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir werden die ganze Apokalypse begrünen. Düngen drüben. Ah, da schon her. Ja. Da ist der Brennstoff ausgegangen. Ne? 26, 28 braucht es noch. Oh, das ist lang. Da hebt das Auftritt wieder. Die Chemie. Mhm. Sind nämlich nur drei Dünger drinnen. Okay. Gut, dann retour zu unserer Forge. Was ich machen könnte, das ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Ich nehme das dann einmal weg. Nehme das nochmal raus und ich lasse jetzt als erstes die Anbus erstellen. Mhm. Und dann kann ich mehrere Forges in Betrieb nehmen. 31 von dem Metallträger habe ich schon. Dann tun wir gleich dahinter wieder welche rein. Sollte sich ausgehen. Ah, nein, das da brauchen wir mehr. Ja, ich meine von der Zeit her. Ja, es dauert schon sehr lang. Ja, stimmt. Du musst da wieder rein. Wir müssen es anbringen auch noch. Dahinter. So kommt's an, bloß. So. Kacke, den Stacheldrahtzaun noch mitgenommen. Dann ist da noch eine zweite Reihe hinstellen können. Ah ja, der Magen knurrt. Das werden wir auch schnell ändern. Den tausche ich da auch. Wie schaut es bei dir aus? Ist das Nahrungsmittel? Ja, ich habe Nahrungsmittel, also. Ambus Nummer 1. Sehr schön. Dann gleich rein da. Dann können wir da schon die Rampe starten. Zwar 75 bräuchten wir. Dann haben wir da 40 rein. Fertigen. Dann muss das alles ein wenig aufteilen. Mhm. Jeden Eck und jede Lauftaste.
Gut, in letzter Sekunde haben wir noch eine Idee gehabt, wie wir das alles verstärken. Schauen wir mal, ob es sehr ausgeht. Aber denke schon. Wir sind, glaube ich, ganz gut im Plan. Haben wir irgendwo noch Eisen zum Aufrüsten? Ich habe 75, habe ich bei mir noch drinnen. Das wird ein bisschen wenig sein. Was? 54, wie kommen wir 75 her? Hast du auch ein bisschen geschaut? 54. Ja, da geht sie nicht einmal einzeln Soldat aus. Ja. Da wäre einer drin gewesen, oder was? Gut, dann tun wir da auch 35 von denen rein. Okay. Da brauchen wir ein bisschen Holz. Das Witzige ist ja, dass die Holzzacken stehen bleiben, auch wenn man den Block da hinten wegnimmt. Mhm. Das ist, ja. Das habe ich schon ausprobiert. Das hat was. Mhm. Jo. Bei meinem Angriff ist es noch immer deutlich ärger. Da bleibt jeder Block in der Luft hängen. So. Einen kompletten 250er Stack kann man Armbrust bolzen und nur mehr 175. Okay. Wenn du eh noch welche hast, dann kriegst du die 175. Dann ich habe 84 Armbrust. Ja, dann bist du über 250. Da geht es ja was aus. Schusswaffe, irgendwas zu mitnehmen? Ich habe eine Shotgun mit 38 Munition. Okay. Also, ein bisschen was ist da. So, dann tun wir da noch die restlichen 11 Eisenstangen. Lass mich da noch fertigen. Na, jetzt heißt es warten. Das ist gar nichts, Dance. Warten, wenn die Zeit knapp wird. Jo. 5000 Holz haben wir da raus, die werden wir nicht mehr brauchen. Na, vielleicht zum Herrichten. Da schon mal die Leiste hier. So, rauf, runter, ah, da ist was angeschlagen. Stellst du dann mit Woodframes rundherum einen Ring auf? Ja, kann ich machen. Gut, dann lasse ich das gleich stehen. Ich bin dabei, immer auf abzubauen. Durch das, dass wir einen schrägen Blocker dabei haben, da werden wir sie wahrscheinlich von unten leichter tun. Okay. Dann lasse ich die. So, ich werde glaube ich im ersten Teil einmal rüberkommen. Wie viele sind das jetzt? 44 von den Schrägen, 53 von den Ganzen. Okay, ich bin nicht bei der Hälfte. Brauchst du irgendwas?
Eisen, ne? Aber da habe ich auch keins. Ja. Cobblestone habe ich jetzt nichts mitgenommen. Nehmen wir vielleicht ein Concrete. Zement, Concrete Mix. Ja, nur einer wird reichen, ein tausendes Deck. Jetzt fast vergessen. Wer weiß, was mir einfällt zu verstärken, ne? Mal schauen, wo der ist. Oh, oben. Nein. Da, ja. Da, nein. Da, da ist er. 833, nur mal 1000 und nur mal 1000. Das müsste. 2833 sollten reichen, ja, oder? Ich habe nur 68 Rebar Frames. Rundherum bin ich bei der Hälfte. Das nochmal mit. Das dann noch mit. Viel zu viel Holz hier angeschmissen. Und das dann immer mit. Ich muss auf alle Fälle nur mehr rüber. Okay. Die Forge ist abdrehen. Jetzt laufen uns die zwei Tage durch. Okay. So. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Lauf, Andrin, lauf. Ja. Ja, ist das. Ja, ich das mit dir. Der steht da neben mir. Hängt aber im Stacheldraht. Okay. Puh. Oh, du schreckst mich. Hup. Irgendwo bei dir. Ja, ja. Habe ich von hinten auf den Kopf gehabt. Das hat sich angehört, als wäre das neben mir. Dadurch, dass ich Andrins Ton mithöre, kriegt mein Herz sogar einen Stich. So, ich bin am Sprinten. Sehr gut. Es sind ein paar aus Eisen. Oh, Bär. Bär mit großen Zombie. Na, da weichen wir aus. Ich will nichts von dir, Bär, und du willst nichts von mir. Glaub es sind ein paar Stein. Schmeckt nicht. Blöcke noch. Mhm. Wo ich normal. Die kannst du lassen. Die lasse ich, ja. Ja. Also, wenn sie nicht schon komplett im Eimer sind, no, no. Dann. Da war bei mir, glaube ich, links oder rechts einer, aber weiter weg, den lasse ich jetzt. Ich habe vorne bei der Tür begonnen, also du müsstest dir nur was aufstellen. Ja, bin schon da. Ich schmeiß dir mal die Sachen rein. Okay. Für dich wichtig sind. Setzen wir gleich den richtigen Block drauf. Den da. Und da sollten wir was abbauen. Oh. Dass dahinter unser Zombie ja. Zum Mittagessen kommt. So. Gut, dann würde das so gehen.